just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. Einen wunderschönen guten Morgen aus Unterbech. Sieht das nicht wieder wunderschön aus heute Morgen? Guten Morgen, ihr Lieben. Wir hatten keine so gute Nacht. Liana hat gebrochen zweimal. Wir mussten die Bettwäsche wechseln und uns ums Kind kümmern und waren die halbe Nacht wach. Aber es ist wieder alles gut. Sie ist topfit. Also ne, so ein bisschen hängt sie durch. Aber sie ist jetzt nicht, dass sie total weinerlich ist oder so. Ganz im Gegenteil, sie ist super gut drauf. Um 5.30 Uhr wollte sie schon wieder spielen. Ich habe dann mit ihr ein bisschen gespielt und habe sie dann aber wieder hingelegt bis um 8 Uhr. Und jetzt laufe ich alleine zum Supermarkt. André kuschelt ein bisschen mit ihr auf dem Sofa und die schauen ein bisschen Kinderkanal. Und ich laufe zum Supermarkt, hol Frühstück, hol so ein paar Mitbringsel und dann gehen wir zurück in die Wohnung, frühstücken dort, packen. Ich muss die Bettwäsche auswaschen und dann treffen wir uns noch mal kurz mit unseren Freunden und dann gehen wir auf die Seilbahn und dann geht's wieder ab nach Hause. Eigentlich würde ich gerne noch eine Woche hier bleiben. Aber eine gute Möglichkeit, euch noch ein bisschen Unterbech zu zeigen. Hier läuft man an der Kirche vorbei. Dann geht es hier ein Stück weiter nach vorne und dann kommen auch schon, also ich nehme mal an, das ist der Ortskern, weil hier ist jetzt die Schule und der Spielplatz und der Supermarkt und ganz da oben auf dem Berg wohnen dann unsere Freunde. Aber wir haben gesagt, die kommen heute runter, weil die Seilbahn ist auch hier unten. Deswegen gehen wir dann gleich auf die Seilbahn, um nach unten zu kommen, nach Raron, wo wir gestern waren. Und dann fahren wir nach Visp und in Visp fährt dann der Zug nach Bern, nach Basel, nach Freiburg und nach Hause. Schaut dieses Panorama an. Ich werde es vermissen. Ich versuche das jetzt noch so ein bisschen einzusaugen. Und da ist schon der Supermarkt da hinten, der Volk. Also das war jetzt Fußweg, ungefähr 3 Minuten von unserer Ferienwohnung. Ah, viele haben gefragt, wo wir die Ferienwohnung haben oder wie man die findet. Ich versuche euch die mal zu verlinken in der Infobox. Das ist echt eine tolle Ferienwohnung und in Top-Lage. Tolle Aussicht, alles zu Fuß zu erreichen. Seilbahn direkt vorne dran. Supermarkt in 3 Minuten. Ich versuche sie mal zu finden. Meine Lieben, jetzt bin ich wieder draußen aus dem Supermarkt, habe einen vollbepackten Rucksack, habe mich auch gar nicht beherrscht, irgendwas nicht zu kaufen. 113 Euro. Aber ich habe Schokolade eingekauft, auch für meine Eltern, weil die das sehr gerne haben. Wir sind ja auch totale Schweiz-Fans, unsere Familie. Und da gibt es halt immer so, ich zeige es euch gleich, den Food Hall. So kleine Stängeli, die sie auch gerne haben. Dann habe ich verschiedenen Käse. André wollte so Trockenfleisch. Also auch ein bisschen was für zu Hause. Der Rucksack ist ganz schön schwer. Aber ich wollte unbedingt einkaufen, weil ich wusste, wenn André einkaufen geht, dann wird er nicht so einkaufen wie ich. Deshalb, ja, laufe ich jetzt zurück und zeige euch den Food Hall oder den kleinen Schweiz Hall. Schaut ihr, hier ist die Seilbahnstation und genau gegenüber, so schräg gegenüber, ist unsere Ferienwohnung. Ich habe es euch, glaube ich, am ersten Tag schon mal von vorne gezeigt. Aber wie gesagt, ich versuche sie zu finden und euch zu verlinken. Aber ich meine, alleine schon deswegen ist die Ferienwohnung einfach perfekt. Dieser Ausblick ist der Wahnsinn. Zurück in der Ferienwohnung. Ich habe mitgenommen zwei Stängli. Das sind einfach nur so Butterbrötchenmäßig, aber so lange Stangen. Ich habe gedacht, für Liana vielleicht ist das ganz gut, so was Trockenes nach dem Brechen. Dann dreimal so ein normales Wäckchen, dann so leckere Schokocroissants mit dieser Pralinenfüllung. Dann habe ich 3 verschiedene Käsesorten mitgenommen. Einmal wirklich aus Unterbech. Ah, nee. Ich habe gedacht, da steht Unterbech. Unerbechner Hüßkäse. Ein anderer Käse. Walliser Turtmann und Alpkäse. Dann wollte der André Trockenfleisch. 30 Franken. 4-mal die Hauswurst, die hat er gestern das erste Mal probiert und fand die super lecker. 2 Tomaten, saure Gurken, das ist jetzt alles so fürs Frühstück, ne? Wir haben gedacht, wir gönnen uns heute nochmal. Dann so kleinere Getränke, auch für die Zugfahrt. Orangensaft, Apfelschorle, André wollte ein Bitterlemon, Milch für den Kaffee jetzt.
Erdbeerquark für Liana, weißes Joghurt für Liana, eine kleine Butter, Bananen und Mandarinen für die Fahrt. Jetzt musste ich leider so ein großer Pack Zucker mitnehmen, weil es das nicht kleiner gab. Aber André braucht halt Zucker für seinen Kaffee morgens. Und das sind so kleine Mitbringsel, Kegi Fredli. Das sind so spezielle Kekse, die meine Eltern sehr gerne haben. Dann eben diese Stängli, da gibt es Minor. Und das da, Keiler, Pralinenstängli auf jeden Fall. Und Ragusa, liebe ich ohne Ende. Auch so drei Stängli und so eine ganze Schokolade. So, jetzt richte ich mal das Frühstück. Es ist jetzt kein schön gedeckter Frühstückstisch, aber es schmeckt so gut. Leckerer Käse. André ist voll begeistert von seiner Hauswurst. Tomaten, saure Gurken, lecker Kaffee. Nissatz, läuft, oder? Jetzt geht's los, zurück nach Hause. Mia holen wir ab, ne? Fahren wir noch ein bisschen Zug, dann holen wir die Mia ab. Und da war ich Schalibutsch. Okay. Und Pepperbutsch und Katamel. Alles klar, schauen wir an. Jetzt geht's schon los. Hui. Was ist da? Was siehst du? Die Seilbahn, der Schatten? Mhm. Der Schatten. Bech. Jetzt musst du noch sagen, tschüss Unterbech. Tschüss Unterbech. Bis tschüss, zum nächsten Unterbech. Mal. Guck. Wow. Bald hoppelt. Jetzt hoppelt, genau. Jetzt hoppelt. Achtung. Und. Wuhu. Das geht in den Bauch, oder? Noch eine. Noch eine. Das ist unser Schattenschatz, ne? Oh, Schatten. Na, das, was du da siehst, ist der Schatten von der Seilbahn. Oh. Cool. Also, ja, und da sind wieder die Ziegen auf der rechten Seite, siehst du? Ja. Also, wo ist Mäs? Wo sind die Mäs? Die sehen wir bestimmt gleich auch noch. Und Moos. Und Moos, ne? Und Katja und Baua und Bibi und Mama und Papa und Mia. Genau. Jetzt nochmal, Liana. Gleich hoppelt's. Gleich hoppelt's wieder, genau. Akkofleckes. Und? Los! Uhuhuhu. Du bist so ein tapferes Mädchen. Hast du gar keine Angst? Mein Bruder hat schon Angst. Der Bruder hat bestimmt Angst am Anfang, ne, wenn er das nicht kennt. Armer Bruder, dann musst du ihm einfach helfen am Anfang, ne? Und sagen, du brauchst keine Angst haben. Aber die ist noch im Bauch. Ist noch im Bauch, genau. Der andere. Oh ja, jetzt kommt einer auf der anderen Seite, stimmt. Seilbahn hier. Kannst du winken, den in der Seilbahn. Hallo. Eine Seilbahn hier. Genau, eine andere Seilbahn, ne? Mhm. Kommt auch jemand hoch? Ah, nee, die ist leer. Jetzt hatten wir wieder einen schönen Seilbahnritt nach unten und jetzt sind wir in Raron und da haben uns gestern schon Sandro und Nadine erzählt, dass hier eine Autobahn gebaut werden soll. Eigentlich sollte die schon 2005 fertig sein und jetzt ist 2019 und die ist immer noch nicht fertig. Ich zeig's euch mal. Ich habe gestern gesagt, ich finde das jetzt nicht so schlimm, weil ich finde, eine Autobahn passt hier gar nicht hin, aber die hätten natürlich gerne eine schnellere Verbindung. Schaut mal. Da sieht man diese riesige Baustelle, geht in beide Richtungen. Und da probieren die wohl schon wirklich seit Jahren zu bauen. In die Richtung. Ich nehme dich, mein Schatz, komm. Und auch in die Richtung. Mama nimmt dich hoch. Da ist nochmal die Burgkirche, auf der wir gestern waren. Und jetzt geht's mit dem Zug von Raron nach Visp. Wir sind im Zug nach Bern und hier gibt es ein Kleinkindabteil mit Rutschbahn. Ist das nicht der Wahnsinn? Ein kleines Boot zum Klettern. Und Lianchen ist schon am Klettern hier. Und am Rutschen. Auf die Plätze, fertig? Los!
So, meine Lieben, heute scheint es so einigermaßen zu laufen. Wir haben auf jeden Fall schon den dritten Zug. Der dritte, oder? Ist es schon der dritte Zug? Jetzt sitzen wir im Zug nach Basel und in Basel haben wir dann nur noch einen Zug nach Freiburg und von Freiburg noch einen Zug in unseren Wohnort oder in der Nähe von dem Wohnort. Aber Basel ist schon mal sehr nah bei uns, deswegen schon mal sehr gut, dass wir in dem Zug sitzen. Liana darf jetzt ein bisschen Dora schauen, der geht's nicht so gut, hängt so ein bisschen in den Seilen. Aber ja, auch nicht wahnsinnig schlecht, deswegen alles gut. Ich freue mich aber dann, wenn wir Mia haben und zu Hause sind. Ich habe gerade zu André gesagt, dann koche ich ihr eine schöne Nudelsuppe und dann kann sie einfach entspannen zu Hause. Lieben, wir haben es geschafft. Wir sitzen im Auto. Meine Eltern haben ihr Auto uns an den Bahnhof gestellt, weil die heute noch Termine haben. Jetzt sitzen wir schon im Auto und jetzt fahren wir direkt unsere Mia abholen. Wunderschönen Sonnenuntergang haben wir hier bei uns. Und baden. Es gibt zwar keine Berge, aber schön haben wir es auch, oder? Halbe Berge haben wir. Halbe Berge. Und da vorne sind schon Berge in Freiburg. Jetzt holen wir die Mia. Hopp, 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 hopp. Miechen, Miechen, wo ist unser Miechen? Jetzt sind wir alle gespannt, weil die Mia kommt. Die Frau hat schon gesagt, dass alles super geklappt hat mit der Mia. Ne, Satz? Jetzt wollen wir unsere Mia wieder, oder? Da ist sie. Ja. Na, schön, hallo, hier, Liane. Jetzt pass auf, mal schauen, wie sie sich jetzt gleich freut. Na, schön, hallo, Arbeit. Achtung, jetzt kommt sie! Hallo! Hallo, Maus! Hallo! Hallo! Schau mal, wie sie sich freut. Mausi, hallo! Was mag denn die Mia? Sag mal, wie die sich freut. Willst du sie ausstreicheln? Hat uns vermisst? Bestimmt, oder? Bestimmt hast du uns vermisst. Das sind ihre Sissi. Ne? Ihre Sissi. Jetzt darf die Mia mit nach Hause, ne? Mia hat's, glaube ich, gefallen. Ne, Mia? Die Frau hat gesagt, dass sie ganz toll mit allen anderen Hunden gespielt hat. Na? Aber jetzt schaut sie den Papa an. Nicht, dass der Papa ohne sie wegfährt. Ne? Papa fährt nur ein Stück raus, Mia. Alles gut. Du darfst mit. Zack. Meine Lieben, wir sind zu Hause. Ich habe gerade schon mit André zusammen den Koffer ausgepackt. Jetzt mache ich schnell die Lieblingsnudelsuppe von Liana, weil die natürlich heute nicht so fit ist und nicht so viel gegessen hat. Bis jetzt wirklich nur Bananen und Mandarinen und ein bisschen Naturjoghurt, sonst wollte sie nichts essen. Aber normalerweise geht die Nudelsuppe immer. Ich habe es euch schon oft gezeigt auf YouTube und auf Instagram. Da kommt einfach Zwiebeln, Karotten und Kartoffeln, werden angebraten mit Gemüsebrühe, dann aufgefüllt mit Wasser und ein paar Nudeln rein und das war's. Das mache ich jetzt gerade. André und ich werden noch ein bisschen Käse und Cornichons und Avocado und so essen mit Brot. Und Hauswurst. Und Hauswurst aus Unterbech, genau. Wir haben es jetzt 18 Uhr. Wir machen jetzt schon ein frühes Abendbrot, weil wir gar nicht zu Mittag gegessen haben heute. Moment. Unterbech gefällt mir. André macht jetzt Werbung für Unterbech. André hat schon ein Feuerchen angemacht da unten. Ja, und jetzt machen wir uns ein frühes Abendessen, werden alle noch baden oder duschen gehen und kuscheln und freuen uns auf unser Familienbett. Oh Gott, das, also man gewöhnt sich schnell an gute Dinge, hat André vorher gesagt. Das Familienbett ist halt echt Luxus. Diese Fläche, diese 270 Liegefläche habe ich vermisst die letzten paar Tage. Ich habe auch nicht so gut geschlafen in der Schweiz, einfach ja, aus Platzmangel, aber auch weil Liana ziemlich unruhig war dort. In den Nächten, also auch die Nächte davor, mit Husten und trockener Luft zu kämpfen hatte. Ich glaube, das habe ich euch auch mal erzählt. Deswegen, ja, werden wir das heute Nacht sehr, sehr genießen. Ich glaube, der Vlog ist halt nicht ganz lang geworden, aber ihr bekommt ja momentan jeden Tag eine Dosis Family First. Deswegen, glaube ich, ist es ganz okay, wenn der jetzt nicht so lang ist. Ihr Lieben, wir sehen uns morgen. Ciao. I just want you, I just need you, I know what it is you do.